Hallo, schön, dass du da bist. Wunderschön, dass du eingeschaltet hast. Du bist im Podcast Deine Gesundheit machst du selbst. Und mein Name ist Dr. Annette Jasper. Ich bin ganzheitliche Zahnärztin und Ayurveda-Medizinerin. Ja, heute machen wir weiter in dem Thema Krankheit ist eine Lösung. Aber was bitteschön ist dein Problem? Und das heutige Thema bezieht sich auf Rückenschmerzen, beziehungsweise es ist der Rückenschmerz. Es gibt ja so viele Menschen, die geplagt sind von Rückenschmerzen. Und da ich CMD-Spezialistin bin, also auf die Probleme, die mit dem Biss zusammenhängen, spezialisiert bin, habe ich natürlich besonders viele Menschen, besonders viele Patienten, die mit Rückenschmerz, Nackenproblemen zu mir in die Praxis kommen. Und natürlich habe ich eine ganz weitreichende Therapie da zusammengebaut und ja, einfach die so entstanden ist, sich entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Aber dennoch möchte ich heute das Thema Rückenschmerzen ja aus einem anderen Blickwinkel einmal beleuchten, eben aus dem Blickwinkel der Seele. Denn es geht ja darum, dass die Seele sich nicht wirklich verwirklichen, nicht wirklich entfalten kann und uns einfach ein körperliches Symptom zeigt. Und dieses körperliche Symptom wird immer größer, immer stärker, bis wir es schließlich ja nicht mehr übersehen können. Ja, bis irgendwas passiert, dass wir ans Bett gefesselt sind oder irgendetwas anderes, dass wir es einfach nicht mehr übersehen können. Und es geht mir aber darum, mit dir die Sprache der Seele, ja, die zu teilen, dir die darzulegen, dir die zu erklären, damit du eben auch die feinen Symptome, die feinen Zeichen, die kleinen, leisen Hilferufe schon verstehst und sie richtig deuten kannst. Ja, bevor es gleich richtig losgeht mit dem Podcast, möchte ich mich aber noch bei dir bedanken für dein unfassbar schönes und für mich wertvolles Feedback, für die Themen, die du mitbringst, für die Aufgaben, die du mir stellst und ja, einfach dafür, dass es dich gibt und dass du dich mit diesen Themen beschäftigst, für dich, für deine Gesundheit und dass du mir hilfst, diesen Podcast ja an möglichst viele Menschen heranzutragen, um möglichst vielen Menschen, einfach so vielen Menschen, wie es geht, eben deutlich zu machen, ja, und das Wissen mit ihnen zu teilen, wie sie wirklich, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie sie wirklich ticken, wie wir Menschen ticken. Ja, wie wir uns wirklich mit uns selbst verbinden können und unsere Gesundheit tatsächlich einfach selbst machen können. Ganz ohne teure Apparatemedizin, ganz ohne teure Medikamente, denn wir haben eine riesige Apotheke in uns selbst. Ja, nun soll es losgehen. Also bleibt dran, es geht um die Rückenschmerzen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, möchte ich das Thema Rückenschmerzen einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dich ja auf die eine oder andere Weise vielleicht doch tatsächlich heilen. Denn alles, was so, ja, was du so im Außen siehst, ob das jetzt eine Massage ist, ob das eine Hotstone-Massage, Massage nach Dorn und ach, wie sie alle heißen, Physiotherapie, Osteopathie, Beißschienen, Knirscherschienen, egal was es ist, es beseitigt ja erst einmal meistens nicht die Ursache. Eine Beißschiene kann zwar schon auch mal die Ursache beseitigen, wenn tatsächlich die Ursache des Problems, der
Muskelverspannungen oder Rückenschmerzen tatsächlich im Biss liegt. Aber mal dieses mal zur Seite geschoben. Dieser Rückenschmerz, dieses Symptom Rückenschmerz, das will dir einfach was sagen. Und es sind eben auch bestimmte Menschen, die Rückenschmerzen haben. Ja, ich gebe dir recht, es sind viele. Es sind sehr viele, um nicht gar zu sagen, die meisten. Es hat nicht jeder Rückenschmerzen, das nicht. Und vor allem, Gott sei Dank, hat auch nicht jeder oder derjenige, der Rückenschmerzen hat, ständig die Rückenschmerzen. Wenn du ein Rückenschmerzgeplagter bist, dann und so ein bisschen zurückblickst und dir mal überlegst, die Tage oder die Wochen, an denen du Rückenschmerzen hattest, dann wirst du erkennen, das sind immer ganz besondere, Stellen, das sind immer ganz besondere Tage, Situationen in deinem Leben, in denen dir tatsächlich einfach die Seele ein Zeichen setzt, einfach ein Ruf aussendet. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Der Rücken. Der Rücken, für was steht eigentlich der Rücken und die Wirbelsäule? Klar, ich sage schon das Wort, das Verb steht. Der Rücken und die Wirbelsäule, die stehen für Standfestigkeit. Ja, für Standfestigkeit, Aufrichtigkeit, Halt, ja, aber auch Anstrengung. Ja, also alles, was so anstrengend ist, das lädt man sich auf den Rücken. Wir sagen ja auch so gerne, jeder hat so seinen Rucksack zu tragen. Ja, und der Rucksack, das ist ja eben ein Beutel, ein Sack, wie der Name schon sagt, der eben auf dem Rücken getragen wird. Ja, und diese Symptome, die sich mit dem Rücken beschäftigen, die deine Seele dir in den Rücken hinein sendet, die wollen dir sagen, schau doch mal auf deine Haltung. Stimmt die denn noch? Sind denn deine innere und deine äußere Haltung, sind die denn übereinstimmend? Passen die oder passen die nicht? Entspricht deine äußere Haltung vielleicht gar nicht deine inneren Haltung, sprich, bist du nach außen möglicherweise ein anderer? Gibst du dich als ein anderer aus? Das muss gar nicht jetzt bös gemeint sein von dir, sondern das kann einfach sein, dass du zum Beispiel in einem Job steckst, in einem Beruf steckst oder in einem Leben steckst, welches du gar nicht leben möchtest. Ja, und es gibt Menschen, die haben mir schon häufig gesagt, ja, das kann man sich nicht alles aussuchen, das ist so passiert, das ist so entstanden und meine Eltern wollten dieses oder jenes und haben mich da möglicherweise auch hingedrängt. Und natürlich, wenn du zu solchen Menschen gehörst, dann haben ganz sicherlich deine Rückenschmerzen ganz viel mit diesem Thema zu tun. Ja, und wenn du Rückenschmerzen hast, weil deine innere und deine äußere Haltung einfach nicht zusammenpassen, du machst einfach nicht das, was dir entspricht, dann gibt es einfach in deinem Leben Dinge, die du nicht sehen möchtest. Das kann auch unbewusst sein. Das kann durchaus sein, dass dir das absolut nicht bewusst ist, weil du von Anfang an es so gelernt hast, so erfahren hast, möglicherweise aus deinem Elternhaus, dass man einfach über bestimmte Dinge nicht spricht, dass einfach bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie dir erscheinen und du hast gar nicht hinterfragt, ob sie nicht vielleicht anderen ganz anders erscheinen. Ja, dass dein Blickwinkel vielleicht einfach ganz ein anderer ist und du hast dir vielleicht etwas zusammengereimt, was so wirklich gar nicht ist. Also es geht um all die Dinge, die eben in deinem Schatten liegen. Ja, und jeder Mensch hat eine Sonnenseite
und eine Schattenseite. Und auf der Sonnenseite liegen all die Dinge, die uns stark und kräftig machen, die uns Spaß machen. Aber auf der Schattenseite, und die muss es ja auch geben, denn wo es Sonne gibt, da muss es ja Schatten geben. Und auf der Schattenseite, das sind all die anderen Dinge, die schlechten Erfahrungen, Dinge, die uns traurig gemacht haben, die wir gar nicht leben wollten, an die wir uns gar nicht erinnern wollen. Aber, und das ist ganz, ganz ein großes aber diese Dinge, die wollen auch gesehen werden. Ja, der Kummer, den du vielleicht mit deinem Partner hattest, der möchte auch gesehen werden und auf diese Art und Weise reflektiert und verarbeitet werden. Also es tut uns Menschen einfach nicht gut, wenn wir Dinge unter den Teppich kehren, wie wir das so schön sagen. Ja, und sie ziehen an uns, sie ziehen nach unten und sie machen einfach unseren Rücken krumm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir einfach viele ungeliebte Dinge machen, Dinge, die möglicherweise auch tatsächlich unbewusst ungeliebt sind, das sind einfach die Dinge, die du nicht gerne tust. Ja? Und wenn wir einfach eine ungeliebte Haltung einnehmen, ungeliebte Dinge tun und das möglicherweise jeden Tag, dann muss unsere Seele und dann aber auch unser Körper muss das Ganze kompensieren. Und auf Dauer schmerzen all diese Kompensationen. Denn dieses zu kompensieren, etwas, was du nicht gerne tust. Jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel mit dem Job, den du eigentlich nicht wirklich machst. Ja? Also gibt es ja den schönen Spruch, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Und vor langer Zeit hatte ich mal ein Gespräch mit einer, mit einer guten Bekannten. Und bei der ging es darum, dass sie eben sagte, nein, also so viel will ich nicht arbeiten, dieses und jenes will ich nicht machen, weil ich arbeite ja nicht, um zu leben, sondern ich lebe ja nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite ja, um zu leben. Und ich habe dann bei ihr beobachtet, dass sie ihre Arbeit wirklich immer als Arbeit, als Pflicht angesehen hat. Sie hat sie immer perfekt erledigt. Aber sie war, wie man als Arbeitgeber so schön sagt, sie war eine zuverlässige und pünktliche Mitarbeiterin. Eine zuverlässige und pünktliche Mitarbeiterin ist eine Mitarbeiterin, die pünktlich kommt, gerne auch 10 Minuten vorher, und aber auf jeden Fall ganz pünktlich geht. Die bleibt auch länger, wenn du als Arbeitgeber, als Chef das verlangst. Aber sie macht es nicht aus Liebe, aus Spaß an dieser Arbeit. Sie geht in der Arbeit nicht auf. Du siehst ihr an, das ist nicht wirklich ihr Ding. Sie macht es, um am Monatsende ein Geld zu bekommen. Das Geld, um die Miete zu bezahlen, das Geld, um in Urlaub zu fahren. Und ganz ehrlich, willst du die nächsten 10, 20, 40 Jahre deinen Job machen, der dir nicht wirklich Spaß macht, der dich nicht wirklich ausfüllt, um ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren und um da das Leben zu führen, was du führen möchtest? Ja, und vielleicht auch am Wochenende an ein, zwei Tagen? Nee. Also für mich gilt tatsächlich, ich lebe, um zu arbeiten. Aber meine Arbeit ist keine Arbeit, die sich schwer anfühlt, ist keine Arbeit, die sich als Arbeit anfühlt, sondern meine Arbeit ist reinstes Vergnügen. Das füllt mich aus. Wenn ich einige Tage irgendwo hinfahren sollte, wie du vielleicht Urlaub dazu sagen würdest, und ich darf nicht mein Ding machen, ich darf nichts schreiben, ich darf nichts entwickeln, dann ist das nichts für mich, dann bin ich einfach unglücklich. Also ich sehne mich nach diesen Tagen, an denen ich wirklich ich sein darf und mein Ding tatsächlich machen darf. Und wenn du
wenn es bei dir nicht so ist, wenn du eben in irgendeinem Job steckst, um am Monatsende dein Geld zu bekommen, dann lass dir sagen, deine Rückenschmerzen haben damit zu tun. Und sei dir sicher, wenn du dich jetzt entscheidest, diesen Job sein zu lassen, einen anderen Job, der dir entspricht, der dir mehr entspricht, zu machen, dann findest du den auch. Du findest auf jeden Fall das, was dir wirklich entspricht. Ja, und wir kennen natürlich alle diese Ausdrücke, ja, sich krumm machen für etwas. Ja, da ist es auch so drin in diesem Ausdruck, dieses, ja, der macht sich krumm, aber auch, der kann sich gar nicht mehr gerade machen. Er kann nicht aufrecht stehen, weil er sich vielleicht zu viel aufgeladen hat oder weil er unaufrichtig mit sich und auch seinen Mitmenschen war. Er kann nicht zu sich stehen. Oder bei einem Mann sagt man auch ganz gerne den Spruch, er kann einfach seinen Mann nicht stehen. Also er hat kein Rückgrat, ja. Und wir kennen auch diese Ausdrücke vor Gram oder sie ist vor Gram und Ärger gebeugt. Also das zeigt uns tatsächlich, wie es tatsächlich ist. Und ich finde unsere Sprache wirklich so fantastisch, wenn man wirklich mal hinschaut und hinhört, dass einfach der nicht verarbeitete Gram, der schlägt sich in der Haltung wieder. Das zeigt, das heißt, der macht eine gebeugte Haltung, der macht einen krummen Rücken tatsächlich. Und das ist so spannend, wenn du aus diesem Blickwinkel mit den Augen dir deinen Rückenschmerz anschaust und selbst analysierst, dann wird dir ganz, ganz klar, dass du zwar zur Physiotherapie gehen kannst, dass du zwar Akupunktur machen kannst, Elektroakupunktur, TENS, Stromschläge, was auch immer, dass du das alles machen kannst. Und natürlich bringt es alles Linderung, aber auf Dauer kannst du deinen Rückenschmerz nur dann beseitigen, wenn du wirklich an die Ursache gehst. Und die Ursache ist nicht in der Bandscheibe. Die Ursache ist auch nicht in dem Muskel, sondern die Ursache sitzt viel, viel tiefer, da wo du nicht hingucken möchtest, weil es einfach unbequem ist, wo du selbst was machen musst, wo dir der Arzt nicht eine Tablette geben kann. Die sitzt viel, viel tiefer, die sitzt in deiner Seele. Und wenn du das anschaust, wenn du in dich hineinblickst und schaust, was ist es, was mich jetzt gerade. Und wenn es seit 10 Jahren ist, dann ist es seit 10 Jahren. Aber was ist es, was mich einfach nicht wirklich glücklich und erfüllt macht? Ist es der Job? Ist es die Wohnung? Ist es die Arbeitsweise? Ist es die Partnerschaft? Ist es, weil ich mich selbst einfach, ja, weil ich mir selbst Dinge nicht zutraue, weil ich mich nicht traue, über irgendeinen Tellerrand zu schauen, über meinen Schatten zu springen, weil ich glaube, dass sonst irgendetwas passiert. Was ist es genau? Ich finde es sehr, sehr schön. Es werden von Rüdiger Dahlke übrigens, wird der Rückenschmerz noch enger eingeteilt, klassifiziert. Und zwar spricht er so sehr schön beim Bandscheibenvorfall von den existenziellen Belastungen, die die Bandscheiben unter Druck setzen. Also jemand, der besonders starke Schmerzen oder immer wieder Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, in der LWS hat, der hat ja existenzielle Ängste. Der hat damit ein Problem. Der braucht, das sind quasi Hilferufe der Seele nach einer existenziellen und möglicherweise auch materiellen Unterstützung. Ja. Und das ist auch oft, also das muss nicht immer nur materiell und das Geld sein, dass diesem Menschen einfach ein Geld fehlt, weil er vielleicht über seine Verhältnisse lebt oder weil er einfach
was weiß ich, weil er einfach nicht das Geld hat, was er braucht. Und ja, dann lebt er tatsächlich auch wieder über seine Verhältnisse oder einfach, weil er nicht das Geld hat, um sein Business umzusetzen. Und das spiegelt sich eben in den Schmerzen in der Lendenwirbelsäule wieder. Es kann aber auch sein, dass es einfach die Angst ist oder diese Unentschlossenheit, so ein Konflikt, so ein unbewusster Konflikt vor dem nächsten entscheidenden Schritt, was die Existenz angeht. Ja, also der nächste Schritt, soll ich jetzt den Job wechseln? Soll ich da kündigen? Soll ich jetzt den heiraten? Soll ich jetzt mich selbstständig machen? Also einfach der nächste große existenzielle Schritt. Ja, wenn wir da im Konflikt sind, dann schlägt sich das sehr, sehr gerne eben in Beschwerden an der Lendenwirbelsäule wieder. Und dann gibt es noch die Schmerzen, die Rückenschmerzen, die mehr im Hals- und Brustbereich sind. Und da sendet uns die Seele tatsächlich, ja, Hilferufe, Hilfeschreie, auch zunächst erstmal leise und dann stärker und lauter. Hilfeschreie nach einer emotionalen Unterstützung. In der Brust wissen wir, da schlägt unser Herz. Und wenn wir Brustschmerzen haben, also Schmerzen an der Wirbelsäule im Brustbereich, dann möchte uns die Seele sagen, hol dir bitte, du brauchst bitte emotionale Unterstützung. Lass dir helfen. Manchmal haben wir vielleicht einen Partner und sind aber der Meinung, oh, das machen wir alles selber, das stemmen wir alles selber. Dabei wäre es viel, viel einfacher, wenn wir einfach unseren Partner um Hilfe bitten würden. Wenn wir einfach diese Hilfe annehmen würden, sie zulassen würden. Sehr, sehr spannend. Auch Muskelverspannungen im Rücken, die natürlich auch zu ordentlichen Rückenschmerzen führen können, beziehungsweise die meisten Rückenschmerzen sind eigentlich auch eben muskulär bedingt, sind durch Muskelverspannungen, sind ein Ausdruck, dass einfach die Entfaltung, deine Entfaltung, die Entfaltung deiner Seele, die Entfaltung deiner Selbst nicht möglich ist. Das möchte ich mal ein bisschen wirken lassen auf dich. Wie wäre es, wenn du den Gedanken mal zulassen würdest, dass die vielen Muskelverspannungen in deinem Rücken dir zeigen wollen, dass du dich einfach nicht so entfaltest, wie du das eigentlich gerne hättest. Ein Beispiel fällt mir dazu ein. Habe ich gerade heute ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die unbedingt ein Kind haben möchte. Und das ging aber nicht mit dem Partner, mit dem sie zusammen war. Und sie hatte jahrelang Rückenschmerzen, massive Rückenschmerzen. Und heute habe ich sie zufällig wieder getroffen. Und das ist übrigens auch der Anlass gewesen, warum ich diese Folge heute auch aufnehme. Und heute habe ich sie wieder getroffen und ich habe sie nach ihren Rückenschmerzen gefragt. Und sie hat mir gesagt, die wären wie weggeblasen. Und sie hat sich getrennt von ihrem Partner. In dem Falle war es das Beste gewesen, weil ihr Partner wollte keine Kinder. Und für sie ist ein Leben ohne Kinder nicht denkbar. Und sie musste diesen schmerzhaften Schritt gehen und sich von diesem Partner trennen, um Raum zu schaffen, tatsächlich ja, für einen anderen Partner und für Kinder. Und wie durch ein Wunder, in Anführungsstrichen, sind ihre Rückenschmerzen verschwunden. Plötzlich braucht sie keine Physiotherapie mehr, keine Massage, keine Schmerztabletten,
sondern sie hat sich selbst geheilt, indem sie einfach tatsächlich auf sich selbst, auf ihre innere Stimme gehört hat. Und war es einfach? Nein, es war super, super schwer. Und ich habe es ihr auch heute noch angesehen, obwohl es schon einige Wochen her ist. Aber es war super schwer, weil sie hat sich natürlich an diesen Partner gewöhnt. Und natürlich hatte sie jahrelang gehofft, mit ihm ein Kind zeugen zu können. Aber sie hat sich irgendwann tatsächlich anschauen müssen und der Wahrheit ins Gesicht schauen müssen und erkennen müssen, nein, er möchte das einfach nicht. Und wenn ihr dieses Thema so wichtig ist, dann muss sie einfach weiterziehen. Und von dem Augenblick an, was sie wirklich befreit, nicht nur in ihrer Seele befreit, in ihrem Tun befreit, sondern eben auch von den Rückenschmerzen befreit. Und ich fand es so schön, dass sie mir das erzählt hatte. Ja, das bedeutet, meine Liebe, mein lieber, rückengeplagter Mensch, dass Rückenschmerzen einfach sehr viel mit Unaufrichtigkeit sich selbst gegenüber zu tun haben. Natürlich macht das keiner extra. Ja, aber es ist sehr, sehr spannend, dass diese Unaufrichtigkeit uns selbst gegenüber sich auf diese Art und Weise wirklich einen Weg nach außen sucht. Bedeutet, wenn wir unsere Rückenschmerzen da loswerden wollen, sollten wir unbedingt daran arbeiten, mit uns selbst ehrlich und aufrichtig zu sein. Und wenn wir Dinge machen, die uns schwerfallen, im Job, in der Partnerschaft, dann kann es schon mal sein, dass wir einfach auch etwas machen müssen, was uns einfach nicht leicht fällt. Aber wenn wir Dinge machen müssen, die uns wirklich unendlich schwer fallen, dann sollten wir sie tatsächlich daraufhin überprüfen, ob sie stimmig für uns sind, ob sie wirklich mit dem, für was wir stehen, übereinstimmen. Und natürlich, bitte ich dich für dich selbst, dich mit deinen Schattenthemen zu beschäftigen. Beschäftige dich immer ein Stück. Du musst nicht alles an einem Tag und nicht alles in einer Woche erledigen, aber beschäftige dich einfach immer wieder Stück für Stück mit deinen Schattenthemen. Wenn du zum Beispiel Angst davor hast, alleine zu sein, oder wenn du zum Beispiel in einer Diskussionsrunde super schnell eingeschnappt bist und alles persönlich nimmst, was die anderen als Diskussion meinen, dann setz dich einfach hin, und dazu brauchst du keinen Psychologen. Natürlich kannst du einen zu Rate ziehen, aber du kannst dich auch einfach hinsetzen und für dich selbst einfach einmal aufschreiben, dieses Thema, dieses Schattenthema, dieses Problem, will ich das gar nicht bezeichnen, sondern diese Belastung, die du hast, einfach aufschreiben und die Gedanken, die dazu kommen, aufschreiben. Also zum Beispiel auch, wenn du immer wieder in die Situation hineinkommst, dass dir das Geld ausgeht. Ja, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die da wirklich ein großes Problem mit haben. Dann schreibe dir sehr, sehr gerne auf, wann das passiert. Und wenn dir das Leben immer wieder diese Aufgabe stellt, dann sei dir sicher, du bekommst eine Aufgabe immer so lange gestellt, bis du sie löst. Deswegen macht es Sinn, sich da wirklich anzustrengen und zu bemühen, um eine Aufgabe zu lösen, um ein Schattenthema zu lösen. Also bleiben wir mal ganz kurz bei den Finanzen, die dann immer wieder knapp sind, wo du immer wieder vor dem leeren Portemonnaie sozusagen oder dem leeren Konto stehst. Dann
finde ich, ist es ein sehr schöner und hilfreicher Gedanke, sich klarzumachen, für was steht das denn? Also es ist gerade ein Mangel da, ne? Es ist auf deinem Konto kein Geld da, in deinem Portemonnaie ist kein Geld da. Es ist gerade ein Mangel da. Das heißt, das Leben zeigt dir einen Mangel an. Und wenn du immer nur diesen Mangel anschaust, dann ziehst du ja auch noch mehr Mangel an. Aber das Leben, die Seele will dir eigentlich zeigen, schau dich doch bitte um. Du bist gar nicht im Mangel. Wo lebst du? Du lebst vielleicht in einem wunderschönen Haus, in einer wunderschönen Wohnung. Du hast Möbel, du hast Essen. Vielleicht hast du ein Auto, ein Fahrrad, einen Partner, Kinder. In deinem Garten blühen wunderschöne Blumen. Du bist einfach in Fülle. Und in Wirklichkeit bist du ja die Fülle. Weil in deinem Körper finden minütlich, sekündlich Regenerationsprozesse statt. Kommunikation zwischen den Zellen, Zellerneuerung. Du bist einfach Fülle. Du bist einfach Fülle. Und wenn du das anschaust, dann hast du möglicherweise dein Problem mit dem leeren Portemonnaie, mit dem Mangel gelöst. Ungefähr so kannst du dir das vorstellen, an deinen Schattenthemen zu arbeiten. Ja, natürlich gibt es viele hilfreiche Übungen, Selbstübungen, Massage, ganz viele Gymnastikübungen. Und ich will mal sagen, es gibt so viele Branchen, die von deinen Rückenschmerzen leben. Es ist unfassbar, wie viele Bücher zu diesem Thema geschrieben wurden, wie viele verschiedene Geräte es gibt, ob das jetzt eine Faszienrolle ist, ein Wärmekissen oder was weiß ich alles. Es ist unfassbar, wie viele Menschen davon leben, dass du Rückenschmerzen hast, dass du deine Schattenthemen nicht anschaust und dass du möglicherweise nicht aufrichtig zu dir selbst bist. Also ich finde, allein das ist ja schon Grund genug für dich, dass du das wirklich ernst nimmst und dich wirklich mit diesem Thema beschäftigst. Natürlich gegen so starke Muskelverspannungen helfen bewusste Anspannungen und natürlich Entspannungen, ja, dass der Muskel einfach in Arbeit kommt, dass da die Durchblutung wieder funktioniert. Da eignet sich sehr gut Tai Chi oder Yoga hervorragend und natürlich Meditation. Also und gerade während der Meditation kannst du einfach deine innere Haltung nochmal überprüfen, schauen, was ist eigentlich deine innere Haltung, spiegelt die äußere Haltung die innere Haltung oder verbiegst du dich da, ja, dass du einfach deine Haltung im wahrsten Sinne des Wortes von innen und von außen dir mal ganz genau anschaust und möglicherweise korrigierst. Und ja, es gibt viele Haltungsschäden, die einfach dadurch entstehen, weil du dich verbiegst, weil du einfach nicht zu der Haltung stehst, die du wirklich im Inneren hast. Vielleicht magst du da einmal drüber nachdenken. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel zugemutet und war nicht so frech zu dir gewesen. Aber manches muss man vielleicht auch mal wirklich deutlich aussprechen, um es klar zu machen, damit es auch wirklich bei dir ankommt. Denn mit Rückenschmerzen denn viele Menschen geben sich einfach zufrieden damit, dass sie einfach Rückenschmerzen haben und sagen, ja Mensch, das gehört dazu, weil ich sitze halt einfach viel. Punkt. Aber dem ist nicht so. Dem ist einfach nicht so. Bitte glaube mir das. Und ich hoffe, dass dir diese Folge etwas gebracht hat, etwas gegeben hat, dass du einfach nochmal einen Ansatz bekommst, wie du deine Rückenschmerzen tatsächlich
noch wirklich dauerhaft beseitigen kannst. Ich will damit gar nicht gegen Physiotherapie, Massage und Co. sprechen. Nein, gar nicht. Das sind ganz, ganz wertvolle Tools, die du bitte dazu nehmen kannst und darfst und sollst. Aber mir geht es darum, dass du es auch mal schaffst, wirklich diese Ursache des Rückenschmerzens wirklich zu beseitigen und zu bekämpfen. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir was gebracht hat, dann freue ich mich über deine Bewertung, über deine 5-Sterne-Bewertung, weil sie macht es möglich, dass der Podcast einfach von mehr Menschen gefunden wird. Und ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, um ihnen einfach zu helfen. Ich möchte den Menschen helfen, wie sie ihre Gesundheit selbst erschaffen können. Wenn du Menschen kennst, und ich bin mir sicher, da ist der ein oder andere dabei, wenn du Menschen kennst, die Rückenschmerzen haben, regelmäßige Rückenschmerzen, dann teile diese Folge mit ihnen. Sie werden es dir ganz sicherlich danken. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit viel positiver Reflexion, mit Aufrichtigkeit zu dir selbst und ja, damit die Gesundheit kommt, die du dir selbst erschaffen kannst. Mach's gut, pass auf dich auf, alles Gute, deine Annette.